meiner Welt liegt Schnee. So, Moment. Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. So geht's echt besser. Heute mit zwei Glas, zweimal Tee. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Ich kann es. Ich kann jetzt zweimal Tee machen. Habe ich auch keine Skrupel. Ehrlich, ganz ehrlich. So, Mittwoch. Ich grüße euch. Ne? Mit zwei Bechern Tee, nicht Gläsern, zwei Bechern Tee, Ingwer mit Honig und im einen Fall sogar mit Zitrone. Ja. Und danach, und ich esse auch noch zwei Backerzeugnisse und dann Omega-3 Fischölkapseln und noch Aminosäuren, Pyre und so ein Kram. Und ja, probiere und dann aus. Keine Ahnung, ob es jetzt daran liegt, dass ich jetzt vor 4 Tagen oder 5 Tagen jetzt mit diesem Fischöl angefangen habe. Aber ich habe mich gewundert, dass jetzt während ich so körperlich so doch so heftig angegriffen bin und jetzt auch über jetzt, ja, könnt ihr mitzählen, also könnt ihr auch mal tippen, wie lange es noch bei mir geht und ob ich es überlebe. Oder auch Tipps geben, wie ich das in den Griff bekomme. Ich bin immer noch erkältet. Wobei ich glaube, es ist einfach so, wenn man das ganze Jahr nicht erkältet ist und das ganze Jahr gesund durch die Gegend läuft, dann kann das schon mal sein, dass man, was ist denn das für eigentlich? Kann es schon mal sein, dass man halt mal im Dezember mal ein paar Tage krank ist. Ne? Das, meine Cousine wurde früher immer im Dezember krank. Immer. Immer im Dezember. Ne? So. Ja. Der Titel sagt ja schon alles aus, ne? Die kleinen Lügen. Ne? Also die kleinen Lügen. Ne? Ich meine, die sind ja gerade bei uns Depressiven extrem verbreitet, muss man mal sagen. Ne? Es liegt auf der Hand. Ne? Das ist so, ne? Also wie viele Leute wissen denn, was eine Depression ist? Ne? Und haben überhaupt eine Ahnung. Und dann kann man dem auch schlecht sagen, ich kann gerade nicht denken. Ne? Und dann sagt er, ja, wieso? Denk doch einfach mal nach. Ne? Kann nicht so schwer sein. Ne? Doch, ist schwer. Ne? Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Wieso? Steh doch einfach auf. Ne? So, das ist halt schwierig. Ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass man dann sagt, ich glaube, ich habe mir den Fuß verstaucht. So, ne? Diese kleinen Lügen. Ne? Oder nein, es geht mir gut. Alles gut. Super. Total großartig. Und ich verstehe das. Ich verstehe euch wirklich, wenn ihr das macht. Diese kleinen Lügen. Kleinen Lügen. Ich verstehe das total. Auf der anderen Seite kommen wir nicht weiter. Ne? Wir kommen alle nicht weiter. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht anfangen zu sagen, hier ist eine Depression und ich kann gerade nicht. Ne? Und da ist es halt mal schwierig, ich sag mal, Missbrauch der Depression. Ich sehe das als Missbrauch an, wenn jemand dann halt sagt, ja, ich habe Depressionen, ne? Merke ich ja selbst. Nein, du merkst es nicht selbst. Bitte lass dich gesundheitlich durchprüfen und erstmal alles abchecken, bevor du deinen Geist in Frage stellst. Es ne? kann was ganz anderes sein. Schilddrüse ist ein großes Thema. Kann 1000 andere Situationen sein. Und auch wenn du keinen Bock auf Ärzte hast und auch wenn du keinen Bock auf Psychologen hast, eine Selbstdiagnose ist fahrlässig. Ganz einfach so. Ne? Das bringt dich auch nichts weiter. Bringt niemanden weiter. Wirklich nicht. Also dann geht zum Psychologen, lasst euch helfen und wir haben alle irgendwelche Störungen und das ist alles okay. Das macht ja nichts, aber dann ist vielleicht was anderes. Vielleicht ist es auch schlimmer. Ne? Weiß ich nicht. Schlimmer als Depression. Ne? Weiß ich nicht. So. Aber entscheidend ist halt, also nochmal, ich verstehe das. Ich verstehe das in ganz vielen Punkten. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe es ja auch ganz lange Zeit gemacht. Ja. In illustren Formen. So. In illustren Formen der Wahrheitsfindung. Einfach nur, damit meine Krankheit ihre Ruhe haben konnte. Ne? Und damit ich mich auch nicht vor mir rechtfertigen musste. Also ganz oft ist diese kleine Lüge ja auch eine Lüge für mich selbst. Denn wenn ich sage, ich habe gerade Depressionen, dann müsste ich mir auch eingestehen, dass ich da auch versuchen muss, rauszukommen. Wenn ich sage, ich habe mir jetzt den Knöchel verstaucht, den ich mir gar nicht verstaucht habe, dann wird das ja morgen auch wieder in Ordnung sein. Ja. Der Depression wird morgen nicht weg sein. Ich muss da rauskommen. Ich muss was dafür tun. Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ganz extrem schwierig. Ne? Ich kann euch keine Empfehlung geben. Ich kann euch sagen, ich aufgehört habe mit den kleinen Lügen und irgendwann angefangen habe zu sagen, du, ich bin gerade extrem depressiv. Ich kann es nicht. Es geht einfach gar nicht. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, hä? Ja,
Kann es sein, dass Leute so einen Scheiß machen? Interessiert mich aber nicht. Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. So. Und es gibt ganz, ganz viel, mittlerweile immer mehr Leute, die sagen: ah, alles klar, verstehe ich. Okay, tut mir leid. Müssen wir eine andere Lösung finden. Ne? So, weil es muss ja schon fertig werden. Ja, natürlich, es muss fertig werden. Ich muss auch auftreten und so weiter und so weiter. Und ich mache es bei Auftritten mittlerweile auch ganz, ganz oft, dass ich sage: oh, ist heute anstrengend, wenn es scheiße wird. Es tut mir sehr leid, aber ich bin gerade in der depressiven Phase. Ich habe mich trotzdem durchgebissen und reiß das so. Es ist doch kein Auftritt in die Hose gegangen wegen Depressionen, weil ich mich dann immer in so eine Euphorie reinsteigere. Das klappt dann auch. Dann falle ich danach halt in ein Loch. Ist halt mein Ding. Ne? Aber der Auftritt macht trotzdem Spaß. So. Habe ich Glück, dass ich so eine Arbeit habe. Ne? Habe ich Glück. Ja. Weiß ich nicht. Also, natürlich könnt ihr weiter lügen. Natürlich funktioniert das auch. Aber die Frage ist immer: funktioniert das auch in euch? Macht es euch glücklich, zu sagen: naja, meine Oma ist gestorben. Naja, ich habe mir den Finger verstaucht. Ich habe mir einen Splitter in die Hand gejagt. Ich habe gerade eine Bindehautentzündung. Ich habe sonst irgendwas. Ja. Oder einfach gar nicht melden. Kann auch sein. Ne? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe festgestellt, ich lebe mit der Wahrheit besser. Also, ich versuche das immer. Es klappt nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Es klappt nicht immer, aber ich lebe damit besser. Es ist einfacher. Das ist mein Tipp. Also keine kleinen Lügen, sondern lieber kleine Wahrheiten. Könnte sinnvoller sein. Sag ich jetzt so. Sache erkältet. Ne? Ich bin erkältet, Freunde. Ich bin auch nicht zurechnungsfähig. Vielleicht morgen ist wieder alles anders. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. So. Und wenn ihr noch Tipps habt, ne? Also es gibt zwei Formen der Tipps. Dann könnt ihr unterschreiben: Armin, in 2 Wochen bist du tot. Das hatte ich auch mal. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Oder ihr schreibt: Armin, bitte nimm, weiß ich nicht, trink Coca-Cola. Den Tipp würde ich nicht ernst nehmen. Aber mach irgendwas anderes. Ne? Weiß ich nicht. Fahr mit dem Auto 3-mal im Kreis, immer gegen den Uhrzeigersinn und singe dabei: jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Irgendwie sowas. Ne? Was war das? Moment, kann sein, dass was Wichtiges ist. Vielleicht ist es eine bahnbrechende Nachricht, die jetzt. Ne? Aha. Nicht so wichtig. Wir sehen uns Montag wieder. Am Mittwoch, am Wochenende sind ganz viele Auftritte. Wenn ihr Lust habt, kommt doch vorbei. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann sagt einfach, ihr habt Depressionen und bleibt zu Hause. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.